Noch einmal willkommen, liebe Freunde, zur heutigen Prophezeiungsodyssee. Wir sind bei Präsentation Nummer 5, wo wir ein sehr aufregendes Thema haben. Und ich werde Ihnen einfach sagen, dass es ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsthemen ist, das Sie verstehen werden, wenn wir über das Schicksal der Verlorenen... Meister Daug, warum in aller Welt sollte das Schicksal der Verlorenen eines Ihrer Lieblingsthemen sein? Nun, ihr werdet sehen, dass ich hoffe, ich spreche deutlich und langsam genug, damit diese 15 verschiedenen Sprachen übersetzt werden können, während ich spreche. Es ist einfach ein Wunder, dass Sie zurückgehen und auf die Website klicken. Und ich komme zu, ich lerne nicht wirklich für die Botschaften. Ich höre mir einfach zu, wie ich Arabisch spreche. Es ist so cool. Und wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Freunde, die auf 3ABN und Hope Channel International und anderen hören, einschalten. Wir sind einfach so froh, wieder hier in New York City zu sein, wo ich aufgewachsen bin und den größten Teil meiner Ausbildung genossen habe. In gewissem Sinne ist es also, als käme ich nach Hause. Nun, heute Abend, Freunde, werden wir uns mit einem Thema befassen, das schwierig ist. Und ich denke, ihr werdet gleichzeitig sehen, dass es ermutigend ist. Und es geht um ein großes Missverständnis über das Christentum und eine der grundlegenden Lehren der Bibel. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel ist die Rede von zwei Ziele, zwei Schicksale, die Erlösten und die Verlorenen. Wir sprachen über Christus und den Teufel, Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Jesus sagte, wenn ihr nicht mit mir seid, seid ihr gegen mich. Es gibt zwei Wege. Es gibt zwei Schicksale. Willst du im Siegerteam sein? Habe ich recht? Nein, ich will nicht, dass Sie sich zu sehr auf das Verliererteam konzentrieren. Aber wir müssen verstehen, denn wenn Sie das nicht verstehen, hat das Auswirkungen darauf, was Sie glauben. Über die Belohnung und den Belohnenden. Und deshalb ist dieses Thema ein so wichtiges Thema in unserer Studie heute Abend. Ja, wissen Sie, ich beginne immer gerne mit einer erstaunlichen Tatsache. Vor ein paar Jahren waren Karen und ich Freunde vom Amazing Facts Board. Wir fuhren nach Italien und besuchten die Stadt Pompeji. Es war mein zweites Mal. Ich war damals 16 Jahre alt. Ich lebte auf einem Segelboot im Mittelmeer und seitdem haben sie noch viel mehr Ausgrabungen gemacht. Ihr habt sicher schon von den Städten Pompeji und Herkules gehört, die am Fuße des Vesuvs liegen, eines gewaltigen Vulkans im Hintergrund. Ab 62 nach Christus begannen sie zu bemerken, dass der Boden gelegentlich rumpelte und es zu Erdbeben kam, und es schien Anzeichen dafür zu geben, dass der Berg an Aktivität und Schwellung zunahm. In den nächsten 17 Jahren häuften sich die Anzeichen. Aber die Menschen in diesen Städten schienen sich nicht mehr allzu sehr darum zu sorgen. Pompeji und besonders das herkulische Pompeji waren so etwas wie das Las Vegas des Römischen Reiches. Viele Soldaten gingen dorthin, nachdem sie ihre Strafe abgesessen hatten, denn es war so etwas wie eine Belohnung. Und während dieser 17 Jahre der Zeit nahmen die Vulkanausbrüche zu und einige der Quellen versiegten. Sie wussten, dass es eine Menge seismischer Aktivität gab, aber das Leben ging weiter, Tag für Tag. Die Menschen waren einfach in ihren Spaß vertieft, den Hedonismus, das Streben nach Vergnügen, und dann explodierte die ganze Sache. 79 nach Christus gab es einen massiven Ausbruch, der beide Städte unter Asche und Bimsstein begrub, und einige, die nicht sofort getötet wurden, wurden von der pyroklastischen Wolke überhitzter Gase getötet, die wie ein Tsunami den Berg hinunterrollte, und sie wurden bei lebendigem Leib versenkt, als sie das erste Mal einatmeten. Nun, Jahre später, um 1748, 1600 Jahre später, sie führten Ausgrabungen durch und fanden die Ruinen unter all der Asche begraben, und sie bemerkten, dass sie immer wieder auf diese Hohlräume in der Asche stießen, und jemand sagte, dass dort wahrscheinlich etwas sei, und so schütteten sie den Gips von Paris in diese Hohlräume, und sie fanden die grausige Wahrheit, dass dies die ausgehöhlten Räume waren, in denen Menschen gewesen waren, ihre Körper waren verwest, außer den Knochen, und sie konnten Menschen überall in der Stadt sehen, Tausende waren gestorben.
in den Positionen, in denen sie gestorben waren und in den letzten Zuckungen, in denen die Katastrophe sie erwischt hatte. Das lässt uns an eine andere schreckliche Zerstörung denken, von der die Bibel übrigens spricht. Nur eine kleine Randnotiz, über die Sie vielleicht nachdenken möchten. Jerusalem wurde im Jahr 70 vor Christus von den Armeen des Titus zerstört. Ich habe gehört, wie ein Historiker sagte, dass viele der Soldaten, die an der Zerstörung Jerusalems beteiligt waren, hypothetisch aufgrund ihrer Dienstzeit in Pompeji Urlaub gemacht haben könnten, als die Stadt zerstört wurde. Die Bibel vergleicht dies mit der Zerstörung der Bösen. Interessant ist, dass praktisch alle Religionen der Welt glauben, dass es eine Art Belohnung gibt, sogar die, die an die Reinkarnation glauben. Sie denken, wenn man ein schlechtes Leben führt, kommt man als etwas anderes zurück, ein Krokodil oder wer weiß, aber wenn man ein gutes Leben führt, gibt es eine Belohnung. Und fast alle Religionen wissen, dass es Konsequenzen für die Art und Weise gibt, wie man sein Leben lebt. Aber woher bekommen wir unsere Antworten? Befragen wir Menschen auf der Straße? Oder ist das Wort Gottes der letzte Schiedsrichter? Wir werden herausfinden, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Es gibt eine Menge Missverständnisse zum Thema Hilfe. Zunächst einmal Frage Nummer 1. Wir werden unsere Frage-Antwort-Methode anwenden. Sie haben Ihre Lektionen bekommen. Dies ist Lektion Nummer 5. Welche zwei Städte, die in der Bibel erwähnt werden und die sozusagen berüchtigt sind, werden als Beispiel für die Zerstörung der Bösen genannt? Ihr könnt in 2, Petrus 2, Vers 6 lesen. Und vergesst nicht, dass ihr die Antworten dort in hellblauer Farbe mit mir zusammen aufrufen könnt und die Städte Sodom und Gomorra in Asche verwandeln. Gott verurteilte sie zur Zerstörung und machte sie zu einem Beispiel für diejenigen, die danach gottlos leben würden. Wenn wir also wissen wollen, was mit den Gottlosen geschehen wird, sagte Gott, nun, was ihr gesehen habt, geschah mit Sodom und Gomorra. Sie wurden verbrannt. Und Sie können hier in Judas Vers 1, Vers 7 lesen. Sodom und Gomorra werden als ein Beispiel dargestellt, das die Rache des ewigen Feuers erleidet. Ewiges Feuer, ewiger Finsterer bedeutet, dass die Ergebnisse des Feuers ewig sind. Sie sehen hier gerade eine Google Earth Karte, die ein Gebiet zeigt, von dem Archäologen glauben, dass Sodom jetzt ungefähr dort war. Für den Fall, dass Sie es nicht wissen, beschreibt die Bibel dies, wenn Sie zu Genesis Kapitel 19 gehen. Es sagt uns, dass Lot und Abraham verwandt waren. Lot war der Neffe von Abraham und sie hatten so viel Vieh, dass die Hirten sich stritten und sie sich trennen mussten, um den Frieden in der Familie zu wahren. Und Lot warf seine Augen auf Sodom, weil es bewässert war wie der Garten Gottes. Es war wie der Garten Eden. Es war üppig, es war tropisch, es gab eine Fülle von Vegetation für die Tiere. Und er dachte, weißt du, ich denke, meine Herden werden dort unten wirklich wachsen und die Dinge werden wirklich gedeihen. Und seine Frau sagte, weißt du, Sie haben wirklich gute Einkaufszentren in Sodom. Aber die Bibel sagt weiter, dass das keine weise Entscheidung war, denn die Männer von Sodom waren Sünder vor dem Herrn. Manche Leute sind schockiert, wenn sie erfahren, dass die Bibel sagt, bevor Gott Sodom und Gomorra bestrafte, rettete er Sodom und Gomorra. Und wussten Sie, dass vor ihrem großen Tag des Gerichts 5 Könige aus dem Norden kamen? 5 Könige aus dem Norden, angeführt von einem Assyrer namens Chetel-Ayoma. Sie hatten eine Konföderation. Sie kamen herab und griffen die Könige von Sodom und Gomorra und 4 der anderen Städte der Ebene an und sie eroberten sie und führten sie den ganzen Weg gefangen und Lot und seine Familie wurden in der Zerstörung weggetragen. Es war ein Gericht, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie zur Umkehr zu bewegen, denn Gott will, dass alle gerettet werden. Und Abraham kam zusammen mit einigen der anderen mächtigen Scheichs und sie gingen hin und befreiten sie. Sie holten ihre Soldaten, wisst ihr? Abraham hatte ein Heer von 300 Mann, über 300. Und sie befreiten sie. Sie besiegten diese anderen Könige und sie retteten alle Menschen. Aus Sodom und Gomorra waren sie gerettet worden. Und Gott hoffte, sie würden ihre Wege ändern. Aber das taten sie nicht. Sie kehrten zu den alten Gewohnheiten zurück und wurden noch schlimmer. Es wurde so schlimm, dass selbst als Gott Engel schickte, um Lot und seine Familie aus Sodom zu retten, die Menschen in der Stadt die Engel misshandeln wollten. Und schließlich sagte Gott, flieht, damit ihr nicht verzehrt werdet. Flieht vor dem kommenden Zorn. Und er sagte, schaut nicht einmal zurück. Und die Engel nahmen Lot und seine Töchter und seine Frau und von
bei der Hand und mussten sie aus der Stadt ziehen. Und dann ließ Gott über Sodom und Gomorra Feuer und Schwefel vom Himmel regnen. Abraham konnte von den Bergen Hebrons auf die Ebene von Sodom blicken, die übrigens der tiefste Ort auf dem Planeten ist. Wussten Sie das? 1300 Fuß unter dem Meeresspiegel das Jordantal. Und es heißt, der Rauch des Ortes stieg auf wie ein Schmelzofen. Karen und ich, Sie haben es wahrscheinlich vor ein paar Wochen in den Nachrichten gehört. Wir hatten ein Feuer in der Nähe von Orville, Kalifornien und Karen und ich kam die Straße entlang. Wir konnten es aus der Ferne sehen und es sah aus wie eine nukleare Explosion. Dieses Lagerfeuer war so groß, große Pilzwolke. Und Gott zerstörte diese Städte in der Ebene mit Feuer vor dem Herrn. Und die Bibel sagt uns, dass Gott letztendlich einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Aber ich möchte euch etwas zeigen. Ich werde Karen hierher bringen. Ich möchte etwas Einzigartiges zeigen. Ich möchte demonstrieren, dass die Leute denken, dass ihr die Geschichte von Sodom und Gomorra habt und dass es nur ein Mythos ist, ein Mythos oder ein Märchen ist, um eine Lektion zu erteilen. Wir waren gerade in Messaudo und vielleicht vor 3 Jahren unten im Jordantal und in der Gegend, wo Sodom und Gomorra sein sollen, sind die Hügel voller Asche und in der Asche sind diese Schwefelkugeln eingebettet. Es ist der einzige Ort auf der Welt, von dem man weiß, wo man das finden kann. Die Berge sind eingebettet in diese Schwefelkugeln. Ja, ich tausche das mit dir. Ich hab's. Ja, jetzt habe ich es. Schauen wir mal hier. Ich werde hier rübergehen. Vielleicht kriegen wir das in die Kamera. Sag mir Bescheid, wenn du das scharf gestellt hast. Oh, sieh dir das an. Er ist schon abgehoben. Ich habe es nur kurz mit einem Feuerzeug berührt. Ich weiß nicht, ob du das Blubbern sehen kannst. Und raucht. Das sind Schwefelkugeln, die eingebettet sind. Seht ihr den Rauch? Es ging sofort wieder weg. Ihr wollt doch nicht in Schwefel und Schwefel sein. Ich lasse euch das löschen, bevor die Feuerwehr kommt. Leg's nicht aufs Telefon. Der Grund, warum ich das mache, ist, um dir zu sagen, dass das kein Mythos ist. Es ist wirklich passiert. Das war echte Zerstörung. Die Bibel sagt, dass die Sünde Konsequenzen hat. Können Sie Amen sagen? Frage Nummer 2. Die Leute in der ersten Reihe riechen wahrscheinlich gerade faule Eier. Wann werden die Bösen im Höllenfeuer vernichtet? Antwort. Es heißt, dass der Herr weiß, wie er die Frommen aus der Versuchung erlösen kann und wie er die Ungerechten zur Strafe für den Tag des Gerichts aufbewahren kann. Wenn wir nun über das Thema Höllenfeuer sprechen, gibt es ein paar Extreme. Eine Gruppe wird sagen, dass es so etwas wirklich nicht gibt, dass Gott nur da ist, um Angst zu machen. Ja, die Hölle ist nur da, um den Leuten Angst zu machen. Und sie existiert überhaupt nicht. Einige Leute sagen, dass sie für immer und ewig brennt. Und sie haben dieses Bild von Menschen, die in der Hölle brennen. Und sie sagen, sie sind in geschmolzenem Feuer und Schwefel. Und sie brennen und es hört nie auf. Und sie haben keine Erleichterung. Wie lange? Jetzt für immer und ewig. Ich weiß nicht, Freunde, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie es wäre. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran erinnern, dass vor ein paar Jahren, als die USA gegen die ISIS kämpften, ein jordanisches Kampfflugzeug abgeschossen wurde. Ein junger Pilot, der eigentlich der Sohn von jemand anderem war. Ich glaube, der war beim Militär. Und er dachte, er wäre an den Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch beteiligt. Aber in Wirklichkeit brachten sie ihn raus. Sie nahmen ihn auf Video auf. Sie brachten ihn in die Wüste und steckten ihn in einen Käfig, einen Metallkäfig, aus dem es kein Entrinnen gab. Sie übergossen ihn mit Benzin oder irgendeiner brennbaren Flüssigkeit und während das Video lief, warfen sie ein Streichholz hinein und setzten ihn in Brand. Und dann übertrugen sie dies, stellten es ins Internet und zeigten, was sie diesem Piloten antaten, und es dauerte mehrere Minuten, bis er unter enormen Qualen starb. Und seinem Vater wurde das gezeigt. Sie und ich, wir hören das. Und ich kann mir den Ausdruck auf Ihrem Gesicht gut vorstellen. Es ist entsetzlich. Hier ist eine Frage. Glaubt ihr, dass unser himmlischer Vater in die Objekte seiner Schöpfung, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden, nehmen würde, die mit einer natürlichen Neigung zur Sünde geboren werden? Und wenn wir es nicht schaffen, ihn zu überwinden, sagt er, wenn du mich nicht liebst, werde ich dich verbrennen. Aber ich werde dich nicht nur verbrennen. Ich werde dich für immer verbrennen.
Wissen Sie, die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel lehrt, dass es eine Hölle gibt, so wie es Sodom und Gomorra gab. Sie wurden bestraft. Die Bibel lehrt, dass die Bösen in der Hölle verbrannt werden. Nun, hier ist die Frage, wann wird das geschehen? Was haben wir gerade gelesen? Da steht, dass der Herr es versteht, die Frommen aus der Versuchung zu erretten und ihnen einen Tisch im Restaurant zu reservieren. Das bedeutet, dass sie ihn reservieren, bis sie dort ankommen, richtig? Wenn Gott also die Bösen für den Tag des Gerichts reserviert, wie viele Menschen brennen dann gerade in der Hölle? Liegt der Tag des Gerichts in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Das ist ziemlich klar. Jesus sagte, der Tag des Gerichts sei der letzte Tag, den er so nennt. Der Tag des Gerichts liegt in der Zukunft und die Menschen brennen nicht vor dem Tag des Gerichts in der Hölle. Und brennt jeder für immer? Sagt die Bibel nicht, dass es verschiedene Grade von Belohnungen gibt? Wenn es verschiedene Grade von Belohnungen gibt, wie gerecht wäre es dann, wenn ein Teenager, den Sie kennen, sich daneben benimmt, ein falsches Leben führt und verloren geht? Und Sie werden so lange brennen wie Stalin und Hitler. Ich möchte euren reinen Verstand aufrütteln und euch zum Nachdenken anregen und wir werden euch für alles, was wir sagen, Bibelstellen geben. Ich weiß, dass es einige schwierige Verse gibt. Wir werden sie alle beantworten. Wir haben keine Angst vor irgendwelchen Bibelstellen. Amen. Wann werden sie gerichtet? Wann wird das Wort, das ich gesprochen habe, sie richten? Der letzte Tag lassen sie uns über den Tag des Herrn sprechen, den Tag des Gerichts. Und wieder erzählt Matthäus Jesus ein Gleichnis in Matthäus 13, in dem es um die Trennung von Unkraut und Unkraut geht. Und es heißt, am Ende der Welt werden die Engel hinausgehen und das Unkraut in Bündeln einsammeln und verbrennen. Wann wird das geschehen? Am Ende dieses Zeitalters wird der Menschensohn seine Engel aussenden. Sie werden die, die Gesetzlosigkeit praktizieren, zusammentreiben und in einen Feuerofen werfen. Ist es nun aus den Lehren Jesu ziemlich klar, dass es eine Strafe gibt? Was meinen Sie dazu? Ja. Geht aus der Lehre Jesu ziemlich klar hervor, dass es Feuer geben wird? Daran beteiligt? Ja, absolut Nummer 3. Wenn die Bösen, die gestorben sind, noch nicht in der Hölle sind, wo sind sie dann? Sind sie in der Vorhölle? Sind sie im Fegefeuer? Sind sie an einem mittleren Ort in Abrahams Schoß? Manche sagen, was sagt die Bibel? Jesus sagte in Johannes 5, 28 und 29, die Stunde kommt, wenn er sagt, dass er kommt. Bedeutet das Vergangenheit oder Zukunft? Die Stunde ist gekommen, in der alle, die da sind, wo sind sie? In den Gräbern werden sie seine Stimme hören und herauskommen die, die Böses getan haben, zur Auferstehung der Verdammnis. Wisst ihr, dass die Bibel lehrt, dass es 2 Auferstehungen gibt? Die Bibel sagt uns, dass es eine Auferstehung der Gerechten gibt. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, das ist richtig. Wenn sie eine erste Auferstehung haben, was bedeutet das? Irgendwo gibt es eine was? Eine zweite. Erste ist ein fortlaufendes Wort. Es macht keinen Sinn, zuerst zu sagen, wenn es nichts anderes gibt. Es heißt, es gibt eine erste Auferstehung und die übrigen Toten leben nicht wieder, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Dies ist Offenbarung Kapitel 20. Wenn also die Toten in Christus die Ersten sind, wer sind dann die übrigen Toten? Diejenigen, die aus Christus verloren sind. Jesus sagte, sie sind in ihren Gräbern. Das ist deshalb so wichtig, weil es Menschen gibt, die glauben, sie hätten geliebte Menschen verloren, die gestorben sind. Sie glauben, dass sie jetzt unten sind und brennen in sie wissen, dass die Leute glauben, dass der Berg irgendwo da unten eine Folterkammer hat und ihre Leute brennen. Ich erinnere mich daran, wie ich in einem Supermarkt durch die Schlange ging und eines dieser Boulevardmagazine sah, die ziemlich empörend darüber berichteten. Manchmal muss man lachen. Und da stand, Brunnenbohrer in Sibirien bohren zu tief, Dämonen entkommen. Und sie sagen, sie haben tatsächlich in die Hölle gebohrt. Und die Dämonen fliehen. Und ich nehme an, es gibt einige Leute, die das glauben. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Sie sind in ihren Gräbern, wieder ein anderer Vers für dich. Hiob wacht es Inzen, Vers 32 und 32. Die Bösen sind für den Tag des Verderbens reserviert. Er wird wohin gebracht werden? Das Grab und eine Wache, die über das Grab gehalten wird. Es sagt, sie sind in ihren Gräbern, sie sind im Grab. Sie werden in ihre Gräber gebracht. Sie warten auf den Tag des jüngsten Gerichts. Ich glaube, dass es Leute gibt, die an den Rand des Wahnsinns getrieben wurden, weil sie dachten, dass jemand, den sie lieben, gestorben ist und sie sind. Während sie auf der Erde wandeln, winden sich diese Leute und schreien und kreischen in den Flammen. Ich habe vor Jahren einem christlichen Radiosender zugehört.
und die Leute haben Fragen zur Bibel gestellt. Ich meine, der Sender hatte gute Musik und sie lasen aus der Bibel die guten Sachen, aber als dieser Typ kam und anfing, Fragen zu beantworten, hatte ich echte Probleme mit ihm. Und ich erinnere mich, dass einmal eine Mutter anrief und man konnte an dem Knacken in ihrer Stimme erkennen, dass sie offensichtlich sehr viel Kummer hatte. Sie sagte: Bruder Saunzo, ich spreche mit dem Pastor, dem Moderator der Sendung. Sie sagte: Mein Sohn ist vor ein paar Tagen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hat sich nicht zu Gott bekannt. Er hat ein gottloses Leben geführt und ich muss einfach wissen, ob er jetzt in der Hölle brennt. Zuerst versuchte er, die Frage zu umgehen. Sie sagte: Nein. Nein, ich sage Ihnen nur, dass wenn es irgendeinen Beweis dafür gibt, dass eine Person verloren war, er Gott verflucht hat und ein böses Leben geführt hat und gegen einen Baum gelaufen ist und auf der Stelle gestorben ist, brennt er in der Hölle. Und schließlich, nachdem er versucht hat, einer direkten Antwort auszuweichen, sagte er: Nun, laut der Bibel, wenn er ohne Christus gestorben ist, dann ist er in der Hölle, im Höllenfeuer. Und wie lange wird er dort sein? Für immer. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie lange das ist? Wie lange das ist? Das heißt, wenn ein Mensch stirbt und in der Hölle brennt, verbrennt man selbst für eine Minute. Wenn ein Mensch stirbt und in der Hölle ist, bedeutet das, dass er in 1 Million Jahren, du versuchst an die Oberfläche zu schwimmen und um Hilfe zu rufen, und Gott sagt, du hast noch nicht angefangen. Du erreichst nie den Anfang. Du hörst nie auf, die Qualen und das Elend und den schreienden, intensiven, brennenden Schmerz zu fühlen. Für immer und ewig und immer für die Sünden eines einzigen Lebens. Wie lang sind 90 Jahre AD verglichen mit der Ewigkeit? Ist es nicht existent, einen Menschen für immer und ewig zu verbrennen für dieses winzige Leben? Bitte erklären Sie die Gerechtigkeit und wenn Sie einige Pastoren fragen. Ich sagte: Nun, wir, die wir sind, verstehen nicht, wie schlimm die Sünde ist. Und er ist Gott. Und das ist die Strafe. Jetzt möchte ich euch dazu bringen, über etwas nachzudenken, Freunde, seid ehrlich. Wie viele von euch würden das als Menschen zugeben? Alle sündigen und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben. Wir alle haben eine natürliche Veranlagung zu sündigen. Und dann einen Menschen durch die Ewigkeit zu quälen, den man geschaffen hat, den du angeblich liebst. Und du bist ein gerechter Gott, für immer und ewig, für die Sünden eines sehr kurzen Lebens. Ergibt das einen Sinn? Es ist nicht biblisch. Ich werde es Ihnen anhand der Bibel zeigen. Amen. Zuallererst, niemand brennt noch Nummer 4. Was sind die einzigen 2 Möglichkeiten für alle Menschen? Deshalb ist dies ein wichtiges Thema. In der Bibel steht, dass Jesus sagte: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht was tut. Nicht verloren gehen, sondern ewiges. Was sind die beiden Möglichkeiten? Leben oder vergehen. Verloren gehen bedeutet, dass man aufhört zu existieren. Wenn du auf dem Markt Dinge kaufst, die verderblich sind, das bedeutet, dass du sie besser in den Kühlschrank stellst oder sie schnell isst. Weil sie verderben, werden sie halten nicht lange. Was hat Gott zu Adam und Eva gesagt? Wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, werdet ihr sicher sterben. Es gibt 2 Möglichkeiten, Freunde. Ihr habt das Leben oder den Tod. Tod ist die Abwesenheit von Leben. Gott hat nicht gesagt, dass ihr ewiges Leben im Himmel oder ewiges Leben im Feuer habt. Ist es nicht so? Mose, bevor er starb, er stand vor den Kindern Israels. Er sagte: Ich stelle euch heute 2 Möglichkeiten vor. Leben, gut, segensreich, tot, böse, verflucht, wählt das Leben. Jeder kann das Leben wählen. Aber der Teufel, der weiß noch, was wir über den Teufel gelernt haben, er will Gott falsch darstellen. Ihr wisst, warum dieses Thema für mich wichtig ist. Ich habe keine Zeit für mein Zeugnis, aber ich war bis zur 9. Klasse auf 14 Schulen. 14 verschiedene Schulen. Einige davon, weil meine Eltern umgezogen sind. Andere, weil ich ein Unruhestifter war und ich weiß, dass Sie das schwer glauben können. Aber ich hatte ein bisschen Ärger, weil ich auf jüdische Schulen ging. Ich war auf 2 verschiedenen Militärschulen. Ich ging auf eine öffentliche Schule. Ich ging auf 2 katholische Schulen. Und wie jeder andere hörte ich: Wenn du ein guter Junge bist und an Jesus glaubst, kommst du in den Himmel. Ich war sehr verwirrt, denn meine Mutter war Jüdin, aber mein Vater war baptistisch erzogen worden und beide sind Atheisten. Sie schickten mich auf eine katholische Schule.
Man muss sich das vorstellen. Und als ich auf die New Yorker Militärakademie ging. Jede Woche muss man zu einem Gottesdienst gehen. Man kann zwischen dem protestantischen, dem katholischen und dem jüdischen Gottesdienst wählen. Und ich dachte mir, ich versuche es einfach, ich vermische sie alle. Aber sie sagten alle irgendwie dasselbe. Du bist gut, du kommst in den Himmel, aber wenn du böse bist, kommst du in die Hölle. Ich sagte, dass ich mehr darüber wissen muss, weil ich dachte, dass ich dorthin gehen würde. Und ich sagte, nun, du wirst, es ist ein Feuer, weißt du, und du wirst dort unten sein und du wirst brennen. Wer wie lange? Für immer. Was denkst du, was das mit meinem Bild von Gott gemacht hat? Ich habe mich früh in meinem Leben entschieden. Ich sagte, ich will nicht nur nicht glauben, ich kann es mir nicht leisten, das zu glauben. Denn wenn es einen Gott gibt, ist er das gemeinste Wesen im Kosmos. Hier bin ich, weißt du, nur ein mieses kleines Kind und ich kann nichts für mein schlechtes Benehmen. Und er hat mich gemacht. Niemand hat mich gefragt, ob ich gemacht bin oder nicht. Und er hat mich gemacht und er sagt, wenn du nicht gut sein kannst. Und das fand ich sehr schwierig. Also werde ich dich für immer verbrennen. Ich konnte Gott nie lieben. Ich dachte, wenn es einen Gott gibt, hasse ich ihn. Aber als ich die biblische Wahrheit zu diesem Thema erfuhr, befreite es mich und ich konnte Gott endlich lieben. Amen. Deshalb ist es so wichtig für mich. Du hast zwei Möglichkeiten, Leben oder Tod. Römer, Römer. Kapitel 6, 23, der Lohn der Sünde ist was? Ewiges Leben in den Flammen. Das ist nicht, was Paulus sagte. Der Lohn, die Strafe, die Belohnung für die Sünde ist der Tod, nicht das Leben. Was war die erste Lüge, die jemals ausgesprochen wurde? Gott sagte Eva, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, werdet ihr sicher sterben. Er sagte nicht nur, dass du stirbst, er sagte, dass du sicher stirbst. Das bedeutet, wie die böse Hexe. Tod, tot, sehr tot. Und denn die Schlange sagte zu der Frau, du wirst nicht sicher sterben, du wirst entweder für immer im Himmel leben oder für immer in der Hölle. Mit mir und ich hab das Sagen? Die Bibel sagt das nicht. Erste Lüge. Dann sagte die Schlange zu der Frau, du wirst nicht sterben. Er hat gelogen. Was geschieht mit den Bösen im Höllenfeuer? Antwort. Psalm 37. Lasst es uns herausfinden. Was sagt die Bibel über den Lohn der Bösen? Keine Sorge, wir werden noch über den Lohn der Gerechten sprechen. Ich möchte mit einer guten Nachricht enden. Schreit ein wenig und der Gottlose wird nicht mehr sein. Steht da, dass er irgendwo in einer Folterkammer sein wird oder nicht mehr? Auch ich nicht mehr bedeutet, dass du aufhörst zu existieren. Die Bösen werden was? In Rauch aufgehen, sie werden verbannt, zerstreut, verschwinden. Wiederum liest man in Maleachi Kapitel 4, Vers 1 und 3, dass der Tag kommt, der brennt wie ein Ofen und alle wie viele. Alle, die Böses tun, werden zu Stoppeln werden. Hier geht es um das, was die Juden mit den Feldern nach der Ernte gemacht haben. Sie tun es immer noch in Kalifornien, auf den Reisfeldern um uns herum in Sacramento. Sie zünden sie an und verbrennen nicht nur die Stoppeln oben, sondern er sagt, es sind nicht nur die Stoppeln, sondern es wird auch die Wurzel im Zweig verbrennen. Wenn man die Wurzel eines Baumes verbrennt, kommt er nicht mehr zurück. Sagt, es wird sie verbrennen, wenn etwas verbrannt ist, was übrig ist. Nichts. Du wirst die Gottlosen zertreten, denn sie werden zu Asche unter den Sohlen deiner Füße werden. Das heißt nicht, dass sie noch brennen. Du wirst nicht mehr herumlaufen. Oh, ist das heiß. Als ob du ein fidschianischer Feuerläufer wärst. Sie sind weg. Sie sind verbrannt. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen auf dieser. In Nummer 6, wo wird das Höllenfeuer zu finden sein? Das überrascht die Leute. Viele Leute werden gelehrt zu glauben. Ich sollte hier eine Pause einlegen, damit ihr versteht, warum es in der Bibel vier Wörter gibt, die mit Hölle übersetzt werden. Das gebräuchlichste Wort im Alten Testament ist das Wort Sheol, Sheol, das einfach das Grab bedeutet. Es ist ein hebräisches Wort, das das Grab bedeutet. Die Leute denken, dass die Hölle, die brennende vulkanische Höhle irgendwo da unten ist, weil es unten in der Sheol heißt, weil die Juden ihre Toten begraben haben, wo einige der Heiden ihre Toten verbrannt haben, einige sogar über der Erde, aber die Juden haben sie begraben. Also sagten sie immer unten in der Hölle. Dann gibt es noch das Wort Hades, das aus der griechischen Mythologie stammt. Hades war ein Ort, der von dem Gott Pluto regiert wurde, der für die Höllenhunde verantwortlich war. Und viele unserer Mythen über den Teufel stammen von diesem Konzept des Pluto. Gab es das Wort Tartarus? Tartarus bedeutet einfach nur ein Ort der Dunkelheit. Es wird nur ein einziges Mal in der Bibel verwendet. Dann gibt es noch das Wort Gehenna. Nun, dieses Wort hat die Leute verwirrt.
denn außerhalb von Jerusalem gibt es etwas, das man das Tal von Hinnom nennt. Es heißt auch Gehinna, gleiches Wort, gleicher Ort. Es war die Müllhalde der Stadt. Und es war ein sehr steiles Tal, felsig, kein guter Ort zum Bauen. Es war nicht weit von den Stadttoren entfernt. Die Leute brachten den Abfall aus der Stadt und luden ihn im Tal von Hinnom ab. Ein Grund, warum das Tal von Hinnom die Müllhalde der Stadt war, ist, dass einige der früheren Könige Israels sich von Gott abgewandt hatten und heidnische Götzen dort aufstellten und es zu einem heiligen Ort für Götzen und heidnische Götter machten. Und so kamen die gottesfürchtigen Könige daher. Sie sagten, wir werden ihn entweihen und eine Müllhalde daraus machen. Erinnert euch, Nebukadnezar sagte, dass jeder, den Gott Daniels nicht anbetet, dessen Haus wird abgerissen und in eine Müllhalde verwandelt. Das war eines der Dinge, die sie taten, um einen Ort zu entweihen. Und so war es voll von Würmern, weil sie die toten Tiere, die unrein waren, dort hineinwarfen. Und sie hatten Körbe, die schwelten sie, verbrannten sie, um die Gase niedrig zu halten. Und so sagte Jesus, es ist besser, du schneidest deine Hand ab oder rupfst ein Auge aus und kommst verstümmelt in den Himmel, als dass du dein Auge, deine Hand und deinen Fuß hast und in die Gehenna kommst, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht ausgelöscht wird. Was Jesus damit sagen wollte, ist, dass es euch besser geht und ich. Versteht jeder, was eine Übertreibung ist? Glaubt irgendjemand hier, dass wir in den Himmel kommen, wenn uns ein Auge, ein Fuß oder eine Hand fehlt? Jesus sagt, wenn du eine Sünde hast, die so nah ist wie deine Hand, dein Fuß oder dein Auge und die dazu führt, dass du verloren gehst, dann schneide sie ab, so schwer das auch sein mag. Es ist besser, wenn du verstümmelt in den Himmel kommst, als mit einem vollen Körper in die Gehenna zu gehen, die Grube, wo die Bösen bestraft werden. Und er zeigt auf das Tal gleich außerhalb der Stadt, wo es schwelt und voller Würmer ist, die nicht sterben, Maden, die fressen. Davon ist nicht die Rede. Die Menschen werden immer von Würmern gefressen, für immer und ewig. Es ist eine Metapher. Wo wird die Hölle brennen? Ist sie in einer Höhle irgendwo da unten? Wisst ihr, dass es dort eine Goldmine gibt? Südafrika. Ich war mit unserem Sohn dort unten und es ist so tief, dass man näher an den Erdmantel kommt. Es ist wirklich heiß. Und die armen Jungs, die da unten arbeiten, sie müssen die ganze Zeit kalte Luft einblasen und sie arbeiten bei 120 Grad. Da unten. Ist das, wo die Hölle ist? Du weißt, wo die Hölle brennen wird. Genau hier in New York City. Das ist es. Die Bibel sagt, man kann lesen. Petrus, Kapitel 3. Die Elemente werden mit glühender Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die auf ihr sind, werden was sein? Verbrannt werden. Es wird genau hier wieder sein. Sie können lesen, wo es uns in einer Offenbarung gesagt wird. Vers 9. Sie stiegen hinauf auf die Breite der Erde und umringten das Lager der Heiligen, die geliebte Stadt. Das ist das neue Jerusalem und Feuer kommt von Gott aus dem Himmel herab und verzehrt sie. Ich möchte dieser virtuellen Realität nicht zu nahe kommen, denn ich möchte nicht sehen. Ich muss herausfinden, wozu sie fähig sind und mich fragen, ob ich hindurchgehen kann. Nein, ich werde es nicht einmal versuchen. Das ist das falsche Wortbild. Wo wird die Hölle brennen, wenn das Feuer auf die Erde fällt? Gott wird diese Welt mit Feuer reinigen und auf der gereinigten Asche, darum heißt es, du wirst aus dem neuen Jerusalem gehen, du wirst die Bösen zertreten, denn sie sind Asche unter deinen Fußsohlen. Denn selig sind die Sanftmütigen, sie werden was erben, die Erde, aber das ist in Ordnung, denn Gott macht einen neuen Himmel. Das Wort Himmel bedeutet nicht, wo er wohnt, es bedeutet eine neue Atmosphäre und eine neue Erde. Unsere Atmosphäre ist verschmutzt, unsere Erde ist verschmutzt. Er wird diesen Planeten neu erschaffen. Gott hatte von Anfang an einen Plan. Er wird seinen perfekten Plan zu Ende führen. Glaubt es, Freunde. Ein weiterer großer Mythos über die Hölle. Wer ist groß und hat das Sagen in der Hölle? Oh, Karen sagt, ich hätte die Umkehrung verpasst. Lassen Sie mich zurückspulen. Sie ging, ich habe das gelesen, oder? Sie stiegen hinauf auf die Weite der Erde. Sie umzingelten das Lager der Heiligen, die geliebte Stadt, und Feuer kam von Gott aus dem Himmel herab und verschlang sie. Also kommt es dort herunter. Wir sind auf der Erde, wenn es herunterkommt und sie verschlingt. Wer ist also für das Höllenfeuer verantwortlich? Ist es der Teufel? Wie viele von euch haben schon Witze darüber gehört, dass der heilige Petrus für die goldene Pforte zuständig ist und dass jeder am heiligen Petrus vorbei muss, um hineinzukommen? Und ich habe ein paar wirklich lustige Witze darüber gehört, dass der heilige Petrus die Leute auf ihrem Weg in den Himmel überprüft und dann heißt es, dass der Teufel für die Hölle zuständig ist.
Und deshalb hat er angeblich diesen großen Mistgabel-Dreizack. Er ist dort unten wie ein großer Grill. Er sorgt dafür, dass die Leute gleichmäßig gebraten werden und wirft ihn ab und zu um. Ich weiß nicht, was er macht. Aber ist es das, was die Bibel lehrt? Der Teufel ist für die Hölle zuständig. Ja, natürlich. Wir haben gelernt, dass der Teufel nicht so aussieht. In der Bibel steht, dass der Teufel Angst vor der Hölle hat. Die Hölle wurde für ihn vorbereitet. Der Teufel, der sie verführte, wurde in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Oh, warum heißt es dann See? Es ist nicht wie der See Genezareth oder die großen Seen oder irgendetwas in der Art. Am Ende der 1000 Jahre haben wir eine Lektion darüber. Neues Jerusalem kommt von Gott aus dem Himmel herab und lässt sich auf der Erde nieder. Alle Bösen, die je gelebt haben, werden auferweckt. Satan sieht all die Bösen, die jemals gelebt haben. Sie werden manchmal Gog und Magog genannt und er scharrt sie gegen einen. Meinen letzten Angriff gegen die Stadt Gottes. Sie werden vor dem Gericht des großen weißen Throns gerichtet. Der Teufel zeigt, dass er sich nicht verändert hat. Und es heißt, dass Gott dann Feuer regnen lässt, so wie er zur Zeit Noahs Wasser regnen ließ, um die Bösen zu vernichten, bis es das Boot überflutete. Gott wird außerhalb des neuen Jerusalem Feuer regnen lassen. Nur die in der Arche wurden gerettet, nur die in der Stadt werden gerettet und es wird einen See bilden. Mach dir keine Sorgen. Die Mauern sind groß und du wirst beschützt sein. Denn Jesus ist Noah und er hat die Stadt gebaut. Er ist sozusagen unser Noah. Und alle, die draußen sind, werden zerstört. Es wird ein See entstehen und dieser See wird die Welt reinigen. So wie die alte Flut die Welt gereinigt hat, wird das Feuer den Planeten reinigen und dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Satan ist nicht für die Hölle zuständig. Er hat Angst vor ihr. Er ist mit großem Zorn herabgestiegen, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Ihr lest im zweiten Buch Petrus und Judas, dass die Teufel in ewigen Ketten der Finsternis gehalten werden, als Jesus die Teufel austrieb. Die Dämonen sprachen und sagten, wir wissen, wer du bist, Jesus, Sohn Gottes. Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Wissen sie, was kommen wird? Sie wissen es. Sie sind nicht verantwortlich. Sie haben Angst davor. Deshalb wollt ihr den bösen Engeln nicht folgen oder ihr teilt ihre Belohnung. Willst du gehen? Jesus wird am Ende die Schafe von den Böcken trennen. Er wird zu den Böcken sagen, geht weg, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und er wird zu den Dämonen sagen, sie werden die Belohnung bekommen, die dem Teufel bereitet wurde. Und zu denen, die ihre Brüder lieben und den Herrn lieben, wird er sagen, gut gemacht, guter und treuer Diener, geh ein in die Freude des Herrn. Es gibt zwei Möglichkeiten, Freunde. Und Gott will euch in seinem Reich haben. Deshalb bist du hier, aus welchem Grund auch immer du im Fernsehen oder im Internet zuschaust, oder du bist persönlich hier, Gott will, dass du die Wahrheit hörst, weil er will, dass du gerettet wirst. Jesus kann dich retten. Ja, das kann er. Nummer 8. Werden die Feuer der Hölle jemals erlöschen? Oder hier ist eine große Frage. Brennt es für immer? Das ist es, was wir wissen wollen. Jesaja 47, Vers 14. Es soll keine Kohle sein, die man wärmt, und kein Feuer, vor dem man sitzt. Nicht einmal eine warme Kohle soll übrig bleiben, du. Du wirst die Gottlosen zu Asche zertreten unter den Sohlen deiner Füße. An dem Tag, an dem ich es tue, spricht der Herr der Heerscharen. Es ist verbrannt. Jetzt werden einige von euch denken, warte, Pastor Doug, steht das nicht in der Bibel? Wenn ihr etwas in der Bibel seht, wisst ihr, was der Schlüssel ist, um jedes Geheimnis der Bibel zu verstehen. Lasst die Bibel sich selbst interpretieren. Gott ist der Autor. Er weiß, was er mit den Worten, die er benutzt, meint. Was also meint die Bibel damit? Finden wir es heraus? Sie verwendet das Wort unauslöschliches Feuer, Matthäus 3, Vers 12. Jesus sagte, er werde die Tenne gründlich ausfegen und den Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Bedeutet unauslöschliches Feuer. Löschen ist ein Verb und bedeutet auslöschen. Es gibt niemanden, der die Feuer der Hölle löschen wird. Es gibt keine Feuerwehrleute in der Hölle, die es löschen würden. Es gibt nichts, was getan werden kann, um es zu löschen. Ich will es euch beweisen. Jeremia 27. Es tut mir leid, Jeremia 17, Vers 27. Hier ist eine Prophezeiung von Jeremia. Er lebte vor der babylonischen Gefangenschaft. Wenn ihr aber nicht auf mich hört, dass ihr den Sabbat aushöhlt, zum Beispiel, dass ihr keine Last tragt, wenn ihr am Sabbat durch die Tore Jerusalems geht, dann werde ich ein Feuer in den Toren Jerusalems entzünden,
das die Paläste Jerusalems verzehren wird, und sie werden nicht was? Ausgelöscht. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie haben nicht auf mich gehört. Sie taten nicht Buße. Nebukadnezar kam und zerstörte die Stadt. Er brannte die Stadt nieder. Die Tore wurden verbrannt. Kein Feuerwehrmann war da. Es war ein unauslöschliches Feuer. Der Tempel wurde verbrannt. Unauslöschliches Feuer, es wurde zerstört. Das bedeutet einfach, dass es kein aktives Problem gibt, dass es keine aktive Partei gibt, die am Löschen beteiligt ist. Das Werk, das das Feuer der Hölle tut, ist ewig. Es kommt nicht wieder zurück. Das ist unsere nächste Frage. Bedeutet der Ausdruck ewiges Feuer nicht unendlich? Nun, man muss die Dinge in ihrem Kontext lesen. Sehen wir uns einige Beispiele an. Sodom und Gomorra, Judas 1, Vers 7. Was meint Gott mit ewigem Feuer? Sodom und Gomorra und die Städte um sie herum. Sie werden als Beispiel dafür angeführt, dass sie die Rache von welcher Art von Feuer erleiden? Ewiges Feuer jetzt. Die Frage ist, ob Sodom und Gomorra heute noch brennen. Wurde die Stadt jemals wieder aufgebaut? War das Ergebnis des Feuers ewig? Es gab keine Vergebung, keine Wiederauferstehung, kein Wiederaufbau. Das ist es, was mit dem Schicksal des Verlustes geschehen wird. Es bedeutet, dass die Folgen dieses Feuers ewig sind. Ich habe diese Plexiglaskanzel, die angeblich heiß genug ist. Sie wird schmelzen. Ich weiß das, weil Pastor Duck einmal in einer Jugendstrafanstalt war und ich wollte fliehen. Und ich bekam ein paar Streichhölzer und konnte die Plexiglasscharniere verbrennen, damit ich aus der Jugendstrafanstalt rauskam. Also brennt Plexiglas, ich weiß das. Und das ist eine sehr schöne Kanzel. Wenn wir diese Kanzel in ein Lagerfeuer werfen und verbrennen, können wir sagen, dass sie mit ewigem Feuer verbrannt wurde, denn man wird diese Kanzel nie wieder sehen. Sehen Sie, was ich meine? Gott sagt, dass die Folgen des Feuers ewig sind. Er betont das, denn wenn du jetzt stirbst und gerettet bist, verliere nicht die Hoffnung. Es gibt eine Auferstehung. Aber wisst ihr, wie Gott die Vernichtung der Bösen nennt? Den zweiten Tarek. Es gibt keine Auferstehung. Nummer 11. In der Offenbarung heißt es in Vers 10, dass die Bösen für immer gequält werden. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Vers, denn hier steht für immer, Pastor Duck. Heißt das nicht, dass sie für immer verbrannt werden? Lassen Sie die Bibel sich selbst interpretieren. Manchmal verwendet Gott diese Begriffe, wie ich schon sagte, als Übertreibung. Kannst du andere Beispiele in der Bibel finden, in denen Gott das Wort für immer verwendet? Aber offensichtlich meint er damit, bis sie sterben, die Geschichte von Jonah an. Wie viele wissen über Jonah Bescheid? Wie lange war Jonah im Bauch des Fisches? 3 Tage und 3 Nächte, das werden wir gleich lesen. In Jonas Kapitel 2, als er betet, was sagt er da? Die Erde mit ihren Riegeln schloss sich hinter mir für immer. Wenn du von einem Wal verschluckt wurdest, ist das übrigens passiert. Vor etwa 6 Monaten, es ist auf YouTube zu sehen, wie ein Mann Kajak fährt und ein großer Wal auftaucht, der nicht weiß, dass er im Kajak ist und ihn verschluckt und spuckte ihn wieder aus. Er war okay, erschüttert. Er ist wahrscheinlich gerade in Therapie, aber es ist passiert und du kannst es selbst sehen. Jonas wurde also nicht von einem Bartenwal verschluckt, sondern vielleicht von einem Buckel- oder Pottwal, der eigentlich Tintenfisch frisst. Wer weiß, vielleicht war es auch kein Wal, sondern ein Fisch. Es könnte alles Mögliche gewesen sein. Und aber wie lange war er dort? Man liest in Jonah Kapitel 1, da steht, dass Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, ein Sinnbild für die Leiden Christi. Jesus sagte, dass diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben wird, sondern das Zeichen Jonas. Während Jonah 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das Herz der Erde beschreibt die Leiden Christi, die am Donnerstagabend im Grab begannen. Jesus begann, nach dem letzten Abendmahl, Donnerstagnacht, Freitagnacht und Samstagnacht für unsere Sünden zu leiden. Er ist am Sonntagmorgen auferstanden. Amen. Also Jonah 3 Tage, 3 Nächte. Er nennt es ewig. Du weißt, dass Jesus so gelitten hat, wie die Verlorenen leiden werden. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Können Sie sich vorstellen, 3 Tage und 3 Nächte in einem Seeungeheuer in der Dunkelheit zu sein? Dieser Wal hat vielleicht Quallen zu Mittag gegessen und dann bist du da drin mit all dem Sushi in der Dunkelheit. Kannst du das? Das wäre mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Amen. Wie viele von euch haben diesen Begriff schon benutzt? Ihr habt gesagt, Mann, ich habe schon ewig nichts mehr gegessen. Ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Wenn Gott uns also ewiges Leben verspricht, dann wissen wir aus dem Kontext, dass es unendlich ist, weil es so viele andere Stellen gibt. Hier ist eine weitere. Hanna bringt ihren Sohn in den Tempel.
Und sie sagt, wenn du mir einen Jungen schenkst, werde ich ihn zum Herrn bringen, damit er dort im Tempel für immer vor dem Herrn dienen kann. Nun hat sie ihr Versprechen gehalten, ging Samuel in den Tempel. Wie lange hat er gedient? Den Rest seines Lebens, bis er starb. Und die Hebräer hatten ein Gesetz, das besagte, dass, wenn man einen Diener hatte, man ihn nach 7 Jahren freilassen konnte. Aber wenn dein hebräischer Diener sagte, ich liebe es, dir zu dienen, ich möchte dein Diener bleiben, er würde ein Ritual durchlaufen und es heißt, dass er für immer dein Diener sein wird. Was bedeutet das, bis er stirbt? Richtig. Wenn also davon die Rede ist, dass die Bösen im Feuersee vernichtet werden, dann heißt es Tag und Nacht, weil der Teufel wahrscheinlich Tag und Nacht brennen wird. Aber ihr wisst, dass auch der Teufel letztendlich verbrannt wird. Hesekiel 28, da steht, du wirst nie mehr sein für immer. Er wird ihn vernichten. Du wirst nicht mehr sein, so heißt es tatsächlich, er hat aufgehört zu existieren. Nummer 12. Ich bin zu weit gesprungen. Sind Seele und Körper jetzt in der Hölle zerstört? Das ist eine... Man muss diese Freunde hören. Die Leute denken, naja, Pastor, es ist ziemlich klar, der Körper verbrennt, aber die Seele wird für immer gequält. Was hat Jesus gesagt? Es ist so klar, unsere Seele und unser Körper werden beide in der Hölle zerstört. Christus sagte in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch vielmehr vor ihm, das heißt vor Gott, der in der Lage ist, Seele und Körper in der Hölle zu zerstören. Wie viel wird in der Hölle zerstört? Was hat Jesus gesagt, Seele und Körper, ihr seid verloren? Erinnern Sie sich, er sagte, wenn Sie sündigen, sterben Sie, glauben Sie an mich, du gehst nicht zugrunde, du lebst. Du wirst bestraft werden. Jeder wird so bestraft, wie er es verdient hat. Wusstest du, dass es verschiedene Arten von Belohnung gibt? Manchmal sagte Jesus, groß ist dein Lohn im Himmel, wenn du leidest, wenn du verfolgt wirst um der Gerechtigkeit willen. Und Jesus sagte zu Pilatus, es wäre besser für diesen Mann, wenn er nicht geboren worden wäre. Wie würde es dir gefallen, im Gericht Judas zu sein und zu wissen, dass du Jesus verraten hast? Oder Hitler oder Pol Pot oder einer dieser Despoten der Geschichte zu sein? Es gibt verschiedene Stufen der Belohnung. Ich möchte nicht nur in den Himmel kommen. Ich möchte, dass er sagt, großartig, deine Belohnung. Amen. Einige von euch denken, ich will nur dorthin kommen. Einige von euch denken, seid ehrlich. Wie viel Sünde kann ich haben und trotzdem hinkommen? Falsche Einstellung. Willst du sehen, wie weit du vom Abgrund entfernt sein kannst? Amen. Für wen wird das Höllenfeuer übrigens angezündet? Ein weiterer Vers in Ezechiel. Dort steht, dass die Seele, die sündigt, sterben wird. Das ist wie eine Definition aus dem Wörterbuch. Nicht nur der Körper, auch die Seele, die sündigt, wird sterben. Für wen wird das Höllenfeuer entfacht werden? Matthäus 25, 41, weiche von mir, du Fluch, in das ewige Feuer, das bereitet ist für wen? Den Teufel. Die Hölle ist nicht für dich bestimmt. Wenn du in die Hölle kommst, dann nur, weil du dem falschen Führer gefolgt bist. Vorbereitet für den Teufel und seine Engel. Es gibt gute Engel und es gibt böse Engel, die in ewigen Ketten gehalten werden. Nummer 14. Was sagt die Bibel über die Vernichtung der Bösen durch Gott? Die Bibel sagt uns, dass der Herr zornig sein wird, um sein Werk zu tun, sein großartiges Werk und seine Tat zu vollbringen, seine ungewöhnliche Tat. Gott ist ein Gott der Liebe und der Schöpfung und des Lebens und des Segens und des Guten. Er will nicht, dass etwas leidet. Wer hier will etwas leiden sehen? Ich habe es euch vor Jahren erzählt. Ich lebte in den Bergen oben in einer Höhle. Und ich war ein Einsiedler für 1,5 Jahre. Dort fand ich die Bibel, begann zu lesen. Die Bibel veränderte mein Leben. Ich habe nie zurückgekehrt. Ich hatte eine Katze in meiner Höhle. Sie tauchte eines Tages einfach auf. Weit oben in diesen Bergen, ich nannte ihn einen Fremdenweil, einfach aufgetaucht. Und wir kamen uns sehr nahe. Und es war toll, nachts im Winter, wenn es kalt war. Nachdem er mit dem Jagen fertig war, kam er und drückte nachts mit seiner Pfote gegen mein Gesicht. Und ich hob meinen Schlafsack hoch und er ging runter auf den Boden meines Schlafsacks neben meinen Füßen und er schnurrte dort unten an meinen Füßen. Und es war großartig. Aber manchmal sah ich ihm beim Jagen zu. Er fing die Mäuse in der Höhle und ich erinnere mich, dass ich eines Tages Abendessen kochte. Und ich sah eine kleine Känguru-Ratte, die im Dunkeln herumhüpfte und ein Fremder sah es und Fremder stürzte sich auf die Ratte und fing sie.
Ihr wisst ja, dass Katzen ein wenig sadistisch sind, deshalb kommen sie nicht in den Himmel. Also, nun Hund, wenn ein Hund eine Maus fängt, das war gut, er ist fertig, es ist nur eine Katze, nein, nein. Er will mit seinem Futter spielen. Und er hatte diese kleine Maus und hielt sie in seinem Maul. Er brachte sie rüber und zeigte sie mir und ließ sie los und das Ding zittert. Sie versucht wegzuhüpfen und er stürzt sich wieder auf sie. Und er spielte eine Weile mit ihr und das Ding war ganz unordentlich zusammengeschlagen und er wollte es ausspielen, solange er konnte. Und er ließ sie los und die Kängurumaus sprang bei ihrem Versuch wegzuhüpfen in mein Feuer. Hört euch das an. Ich habe gerade einen kollektiven Seufzer des Mitgefühls für eine Ratte gehört. Es gibt viele Ratten in dieser Stadt, wisst ihr? Ihr wolltet nicht sehen, wie eine Ratte verbrennt. Ja, aber genau das ist mir auch passiert. Ich sah sie und dachte, oh nein. Und das arme kleine Ding sprang, ich konnte nichts tun. Es sprang direkt in die brennenden Kohlen des Feuers und es quietschte und krümmte sich nur für ein oder zwei Sekunden. Aber es war schrecklich. Ich konnte es nicht ertragen, eine Ratte brennen zu sehen. Wer will schon etwas leiden sehen? Bist du liebevoller als Gott? Bist du barmherziger als Gott? Wenn Gott die Bösen bestraft, denkst du, dass er Popcorn an die Gerechten verteilt, damit sie es sich ansehen und dass es ihm das Herz bricht? Gott will nicht, dass wir untergehen. Er will so sehr, dass du gerettet wirst. Er gab seinen Sohn. Aber die Bibel ist ziemlich klar, was das Schicksal ist. Hör auf die Worte. Was wird mit den Bösen geschehen? Sie werden verschlungen. Sie werden verzehrt. Sie gehen zugrunde. Sie sind tot. Sie sind nicht mehr. Sie sind der zweite Tod. Sie sind zerstört. Das sind die Begriffe, die die Bibel verwendet. Es gibt keine Worte in der englischen Sprache oder sogar im Hebräischen oder Griechischen, die Gott verwenden könnte, die definitiver wären, um zu erklären, dass die Sünde nicht ein zweites Mal auferstehen wird. Gott wird die Sünder nicht unsterblich machen. Sünder haben keine Unsterblichkeit, Gott. Die Bibel sagt, dass nur Gott Unsterblichkeit hat. Amen. Diese Vorstellung, dass Sünder unsterblich sind und in der Ewigkeit brennen werden, stammt aus der Mythologie und die Kirche benutzt sie oft, um die Menschen zu manipulieren und ihnen Angst zu machen. Aber unser Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Liebe, nachdem Sünde und Sünder vernichtet sind. Worauf können wir uns dann freuen? Dennoch erwarten wir nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine was? Eine neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt? Sie sagt uns, dass alles neu gemacht wird. Offenbarung 1, Vers 4. Die Bibel sagt, dass Gott jede Träne von ihren Augen abwischen wird. Es wird keinen Tod mehr geben. Wie viel Tod? Es wird kein Weinen mehr geben. Ich möchte, dass Sie das mit mir zusammen sagen. Ihr seht es alle auf dem Bildschirm. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Wie viel Schmerz wird es geben? Kein Schmerz mehr. Gott wird die Sünder nicht unsterblich machen. Gott wird keine Folterkammer irgendwo im Kosmos für immer und ewig haben. Sie werden sagen, es tut mir wirklich leid, dass mein Mann oder meine Familie oder eines meiner Kinder dort für immer und ewig brennt, aber es ist mir einfach egal, weil Gott mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Nein, es heißt, nachdem die Bösen bestraft wurden, er wischt die Tränen von unseren Augen ab. Es gibt eine Zeit, nach den 1000 Jahren, wenn wir das Gericht über die Bösen sehen werden und wir werden natürliche Zuneigung haben, genau wie Gott. Es wird herzzerreißend sein. Aber dann wird es Gott nehmen. Sie könnten sagen, wie könnte ich jemals vergessen? Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen, Freunde, Amen. Kein Schmerz, kein Leid und keine Trauer mehr. Wird das Sündenproblem jemals wieder auftauchen? Nahum 1,9. Das Leid wird nicht wieder auferstehen, wenn ich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffe. An das Alte wird man sich nicht mehr erinnern, wenn die Jahre der Ewigkeit vergehen. Ich werde nie mehr etwas haben, wovor ich mich fürchten muss. Freunde, ihr habt zwei Möglichkeiten, Leben oder Tod. Wie viele von euch sagen, dass sie das Wasser des Lebens wollen? Im Buch Hiob heißt es, kann ein Mensch gerechter sein als Gott? Wenn Gott das seinen Geschöpfen nicht antun würde, wenn wir es tun wollen, warum sollte er es dann tun? Wenn Sie diese Entscheidung jetzt treffen wollen, freuen wir uns darauf, Sie morgen Abend zu sehen. Wir werden über die Liebe Gottes sprechen. Kommen Sie und hören Sie vom Geist und von der Kraft Elias. Ihr werdet gesegnet sein, Freunde.
Wann ist unser nächstes Treffen? Bring morgen Abend deine Freunde mit. Es wird ein lebensverändernder Vortrag sein, das verspreche ich. Und ihr werdet gesegnet werden. Darf ich mit Ihnen beten, bevor wir schließen?